So, einen wunderschönen guten Sonntag. Genau. Heute machen wir mal was zum Thema Approved, also Ferrari Gebrauchtwagen. Das sind die Ferraris, die bei uns geprüft werden. Die kriegen einen sehr, sehr umfangreichen Eingangscheck, einen Ausgangscheck, bevor es an Kunden ausgeliefert wird. Dann wird auch in dem Zusammenhang die Garantie gemacht. Und ein Auto aus dieser Serie haben wir heute mal wieder für euch hier und werden das gleich mal zeigen. Das Schöne bei diesen Videos ist immer, wenn wir über Approved Autos sprechen, diese Autos sind grundsätzlich noch zu kaufen. Ja. Und bei Neuwagen ist es ja meistens so, die liefern wir dann aus, sehen wunderschön aus und die Leute sind total begeistert über das Auto, aber der ist ja nicht käuflich zu erwerben. Und bei unseren Gebrauchtwagen kontaktiert uns gerne, diese Autos sind immer zu haben. Genau, also wir versuchen auch immer, die Neueingänge so schnell wie möglich in ein Video zu verpacken, dass es auch, wie Achatz anspricht, die Möglichkeit gibt, das Auto hier nochmal live anzuschauen. Okay, dann wollen wir die Zuschauer nicht länger auf die Folter spannen, trinken wir mal schnell unseren Espresso und dann legen wir direkt los. Cheers! Einen wunderschönen 812 Coupé. Ja. Und seltsamerweise sind alle Türen offen, wie wir es eigentlich nie zeigen. Die ganze Farbkombination Rosso Tinta Anni, also die ist eine Uni-Lackierung. Rosso Tinta Anni ist also so zum 70-jährigen Jubiläum von Ferrari, das 2017 war. Und der 812 Superfast ist präsentiert worden in dieser Farbe. Das ist ein klassischer Gebrauchtwagen bei uns. Aus unserem Ferrari Approved Programm. Genau. Das ist ein erster Handauto. Zertifiziertes Fahrzeug mit 24 Monaten Garantie. Ja, was besonders ist, ist einfach die ganze Farbkombination. Und man sieht eigentlich, dass man Rot mit dem Braun ganz gut kombinieren kann. Man sieht ja 812er sehr häufig in einem Grauton, in Dunkel, in Schwarz und das alles, was es so in Anthrazittönen gibt. Und sehr, sehr selten in Rot. Und ich bin überhaupt kein Rot-Fan an einem 812. Aber das Rot passt, finde ich, hervorragend. Das macht es richtig satt. Das macht das Auto dynamisch und trotzdem super, super elegant. Das ist ja, was eigentlich so ein 812 Coupé auszeichnet. Und was ganz schön ist, er hat natürlich eine sehr gute, umfangreiche Carbonausstattung. Wir sind ja große Carbon-Fans, sowohl im Exterieurbereich als auch im Frontbereich. Ja, witzigerweise die Einstiegsleiste nicht oder der Seitenschweller nicht, sondern der ist in Schwarz lackiert. Der Besitzer sagte damals, das hätte er gemacht wegen der Felgen. Wegen der mattschwarzen Felgen, dass das besser zu schwarz passen würde. Und Carbon ist ja immer so gräulich. Auch nicht schlecht. Sieht gut aus. Also was man vielleicht noch erwähnen sollte, wir haben jetzt mal einen Superfast mit vollelektrischen Sitzen. Ja. Mit Memory-Pakets und Sitzheizung im Daytona-Style. Sehr häufig haben wir Racing-Sitze. Wir sind ja auch große Fans von Racing-Sitzen. Aber da das auch ein Reise-Coupé ist, machen vollelektrische Sitze natürlich auch in diesem Auto Sinn. Ja, und passt irgendwie auch in das gesamte Konzept, auch wenn man dann hinten reinschaut mit der Ablage. Die Sitze, so wird nachher die Kamera mal einfangen, wenn man hier so reinfilmt und die Sitze von hinten sieht mit dem Leder, das sieht schon alles sehr, sehr gut aus und das passt hervorragend zueinander. Vielleicht können wir auch mal erwähnen, wir haben natürlich eure Kommentare aufgenommen und haben darüber diskutiert. Natürlich, wenn wir jetzt über das Interieur sprechen, wollen wir euch das natürlich auch noch mal näher bringen. Ich weiß, es ist in den letzten Videos vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen, aber daran haben wir auch gearbeitet und jetzt wollen wir mehr das im Interieur auch zeigen, was wir ansprechen. Also die Regie hat klare Anweisungen erhalten. Für mich ein Highlight die Außenfarbe Rosso Tinta Anni. Es ist tatsächlich eine recht seltene Farbe, ist aber eine Vorstellungsfarbe. Ist ein Ticken dunkler als Rosso Corsa, finde ich schick. Bin großer Fan von der Felge, das ist die TDF-Felge, also vom Tour de France, Sondermodell vom F12. Und Highlight Nummer 3 ist die umfangreiche Carbon-Ausstattung. Ich bin ja ein großer Fan von Carbon, finde das cool. Der ist sehr stimmig, umfangreich ausgestattet. Ja. Also bei der Farbe bin ich bei dir, ist auch für mich ein absolutes Highlight am Auto, weil es einfach was Besonderes ist und das dem Auto nochmal diesen besonderen, so ein
bisschen mehr sportlicheren Touch gibt, aber die Eleganz bleibt komplett dabei. Dass das Leder mit dem Daytona-Muster und dass das Daytona-Muster dann etwas heller abgesetzt ist und die Naht auch etwas heller ist. Und das, finde ich, macht das wirklich interessant. Und das sieht richtig schick aus, auch am Lenkrad. Also ja, ich bin so total der Fan von diesem Interieur, obwohl ich eigentlich mehr auf andere Farben stehe. Aber hier ja, matcht das ganz gut zum Konzept. Und ja, ich liebe auch die TDF-Felge, Achatz. Das ist für mich die Felge, die an so ein Auto dran muss. Passt hier natürlich auch wieder hervorragend mit dem gelben Bremssattel, kommt also wirklich gut zur Geltung. Das sind also meine drei Highlights. So, ja, dann würde ich sagen, machen wir das Auto mal zu. Es ist wie aus einem Guss. Wahnsinn, oder? Also wirklich. 812, 800 PS, ist schon was Besonderes. Frontmotor, 12 Zylinder, 6,5 Liter Sauger. Absolutes Highlight natürlich. Frank, macht mal die Haube auf. Wo kommen die 800 PS her? Das ist natürlich ein schönes Aggregat, muss man schon sagen. Wahnsinn. Also sehr, sehr beeindruckend. Ich meine, wir sehen sowas ja täglich, aber es ist immer wieder ein Genuss, so ein Aggregat anzuschauen. Und wenn man das in dieser Kameraposition sieht, ich weiß es nicht ganz genau, deswegen sagen wir Front-Mittelmotor, weil der Motor ist tatsächlich hinter der Vorderachse. Ich kann ja mal hier, also hier läuft quasi die Vorderachse lang. Und dann kann man deutlich erkennen, dass eigentlich hier erst der Motor anfängt und der geht bis hinten rein. Der geht bis unter die Scheibe. Ja. Und da, deswegen sagt man Front-Mittelmotor, um das optimale Gewichtsverhältnis zu haben, hat Ferrari das so gemacht. Also es gibt andere Hersteller, die ich jetzt nicht nennen mag, die haben einen Frontmotor. Da ist der Motorblock tatsächlich vor der Vorderachse oder auf und ein Teil vor. Das ist natürlich ein ganz anderes Gewichtsverhältnis. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende angelangt. Mal wieder ein Ferrari-Approved-Video. Und ja, wenn euch das gefällt, was wir hier machen und euch das Thema rund um Ferrari interessiert, auch insbesondere Approved, dann abonniert uns, schaut weiter unsere Videos. Wird mit Sicherheit noch das ein oder andere interessante Video zum Thema Approved kommen. Also vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Liken und bis nächsten Sonntag. Genau. Ciao. Ciao.